Der perfekte Nachtisch. Guten Morgen. Bei mir ist es jetzt 7 Uhr. Ich habe mein Zelt heute früh schon abgewischt. Also ich habe bestimmt ein paar Liter Wasser vom Zelt runtergewischt. Und dann war ich im Waschhaus, komme gerade raus und sehe, es regnet wieder. Ja, dann bin ich erstmal schnell zum Zelt geflitzt, habe mich jetzt hier rein verkrümelt, die Türen schnell wieder zugemacht, weil die hatte ich offen gelassen, damit hier gut Durchzug durchkommt. Und ja, ich habe auf dem Regenradar geschaut, es soll wohl diesmal wohl wirklich nur eine Husche sein. Ich hoffe, diesmal stimmt's. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier langsam zusammenpacken. Und ja, zur Not werde ich dann auch hier drin frühstücken. Aber mal schauen. Ich denke mal, in 10, 15 Minuten sollte der Regen wieder vorbei sein. Wie so ziemlich jeder Morgen beginnt auch dieser erstmal mit einem großen Pott Kaffee. Jetzt ist es 8 Uhr, das Zelt trocknet weiter, das meiste habe ich auch schon eingepackt und ja, weil die Anmeldung erst um 9 Uhr aufmacht, werde ich jetzt erstmal in Ruhe frühstücken und es gibt bei mir die Geheimwaffe, Cantuccinis, eine große Portion Kaffee und dann kann der Tag starten. Es ist jetzt 10.30 Uhr und ich rolle endlich wieder. Beim dritten Mal hat es geklappt, das Zelt ist jetzt halbwegs trocken eingepackt. Zumindest von außen ist es relativ trocken. Und ja, es nieselt weiter. Deswegen habe ich meine Regenkleidung gleich anbelassen. Mittags soll es noch mal stärker regnen, abends dann trocken bleiben. Ich hoffe, es stimmt. Der Campingplatz Georgshof hier in Windrich, der bekommt von mir die Schulnote 2. Sanitäranlagen sehr sauber, der Platzbetreiber sehr nett. Die Zeltwiese ist eine richtig gute Wiese. Der Preis mit 14,50 Euro für die Region, denke ich mal angemessen. Und ja, die 1 gäbe es, wenn es noch ein paar Sitzgelegenheiten mit einer Überdachung gäbe. Das sieht doch toll aus. Jetzt ist es 11 Uhr und genau jetzt sollte der richtige Regen losgehen. Ja, der ist bis jetzt ausgeblieben. Stattdessen lässt sich ab und zu die Sonne blicken. Vielleicht habe ich heute ja mal Glück. Nach 10 Kilometern habe ich mir gerade eben in Peaceport 2 belegte Brötchen beim Bäcker gekauft. Bäcker sind ja hier ein bisschen rar gesät, im Gegensatz zu Winzern. Ja, und ja, der Regen, der soll definitiv noch kommen. Allerdings erst in einer Stunde. Und ja, wenn es dann regnet und ich einen Platz finde zum Unterstellen, werde ich die Gelegenheit nutzen zum Essen. Gleich wird es wieder Zeit für Regenkleidung. Man merkt, wie schnell es sich abkühlt. Innerhalb von 2-3 Minuten
ging es runter von 25 Grad auf 19 Grad. Und ja, wenn man den Himmel sich anschaut, dann weiß man auch warum. Ich bin jetzt, glaube ich, den zweiten oder dritten Tag hier an der Mosel und ich habe das Gefühl, dass die Weintrauben hier Tag für Tag wachsen. Also am ersten Tag waren sie definitiv noch nicht so groß. Oder das liegt hier an der Region, dass die hier schon früher gewachsen sind. Ich bin ja heute erst recht spät gestartet und wollte eigentlich dann eine kurze Etappe heute nur machen, um mit Trier meinen Helm abzuholen, weiter bis nach Konz zu fahren und dann den ersten Campingplatz an der Saar zu nehmen. Ja, bis hierhin waren es jetzt schon mal 20 Kilometer, 40 Kilometer folgen noch bis nach Trier. Da habe ich mich dann wohl etwas verschätzt. Deswegen nutze ich jetzt kurz die Gelegenheit, mache mal Pause, esse mein erstes Brötchen und dann geht's weiter. Entweder ja, mache ich dann tatsächlich eine längere Tour heute und hoffe dann, dass mein Zelt dann abends trocknet, oder ich muss noch mal umplanen. Zumindest mit dem Wetter hatte ich doch noch Glück gehabt. Der Regen ist dann doch nicht gekommen, also noch nicht. Ab und zu lässt sich wieder die Sonne blicken. Deswegen die Regenjacke habe ich erstmal verstaut und die Regenhose hochgekrempelt. Meine GoPro verstaue ich ja immer an einem Flaschenhalter am Lenker. Und da habe ich einfach eine Flasche reingemacht, die oben offen ist. Und da sieht man auch, was heute früh geregnet hat. Ab geht die Post, weiter Kilometer machen. Da habe ich doch vom Fahrrad aus richtig gesehen. Guckt euch das mal an. Der perfekte Nachtisch. Boah, die sind lecker. Richtig, richtig gut. Ich komme gerade gar nicht vorwärts. Ich habe bestimmt schon so, ja, fast ein halbes Kilo Brombeeren gegessen. Meine Finger sind schon ganz rot, meine Zunge ist ganz rot. Überall kleben die Steinchen zwischen den Zähnen. Aber was soll man machen? Die Dinger sind einfach richtig lecker. Und frischer geht's nicht. Boah, so süße Brombeeren hatte ich noch nie. Da kommt glatt der Berliner bei mir durch. Oh Mann. Ich glaube, ich komme hier nicht weg. Die waren lecker. Und die Steinchen kleben jetzt überall zwischen den Zähnen. Ich habe so viel gegessen, dass ich jetzt schon wieder eine Pinkelpause machen müsste. Aber egal, wo ich anhalte, da finde ich ja wieder Brombeeren. Ein Teufelskreis. Die Brombeeren im Gebüsch, die sind alle noch nicht reif. Aber wenn man die hier an der Mauer findet, da sind sie schneller reif. Wahrscheinlich durch die Wärme, die die Mauer abstrahlt. Richtig, richtig gut. You're holding my mind in a tight grip.
jetzt ist es richtig warm. 26 Grad. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Eigentlich müsste ich mich jetzt mit Sonnencreme eincremen. In einer Stunde soll es jetzt aber regnen. In der Regenhose ist es zu warm. Ach Gott. Das sind die Probleme, die man unterwegs hat. Kilometer nach Trier. Egal in welche Richtung man schaut, überall wachsen Weintrauben. Im Moment wechseln sich Sonne und Regen immer mal wieder ab. Ich habe einfach die Gamaschen anbehalten und auch die Regenjacke. Da mache ich es halt immer wieder auf und zu. Auf der anderen Uferseite liegt die Gemeinde Mehring. Ja, und Regen und Sonne wechseln sich die ganze Zeit ab. Jetzt nieselt es mal wieder. Aber was soll's, dann werde ich halt nass. In einer Stunde soll es wieder trocken bleiben. Spätestens dann trockne ich dann beim Fahrtwind. Es ist jetzt 2:30 und ich habe noch 18 Kilometer nach Trier. Der Regen ist erstmal vorbei. Dafür ist der Gegenwind jetzt wieder da, aber so richtig. Also heute komme ich richtig langsam voran. Ich habe erst knapp über 40 Kilometer. Ich denke mal, ich werde hier noch 3-4 Stunden auf dem Rad unterwegs sein. Und da hinten kommen schon die nächsten Regenwolken. Falls ihr in Komoot die Strecke anschaut und euch wundert, warum ich hier kreuz und quer fahre, kurz vor Trier. Na, ich habe ja meinen neuen Helm an einen Amazon Locker schicken lassen. Ja, direkt an der Mosel ist der Locker, aber natürlich auf der falschen Flussseite. Na, jetzt habe ich die Adresse eingegeben und ja, ich wurschtel mich hier gerade irgendwie durch. Es geht ja hier durch die Orte Ehrengang, die vom Hochwasser von der Kühl massiv betroffen waren. Und ja, mein Navi zeigt Wege an, wo keine Wege sind. Und teilweise sind auch die Radwege gesperrt. Hier soll ich jetzt rechts abbiegen. Das geht natürlich aber auch nicht. Ich fahre hier die ganze Zeit im Kreis, also ich versuche es jetzt erstmal zum Amazon locker zu kommen. Und danach melde ich mich dann wieder. Murphy's Law, wenn es einmal schief läuft, dann geht es richtig schief. Danach kam mal wieder ein heftiger Regenschauer. Aber ich habe es endlich geschafft. Ich bin beim Amazon locker und ich habe meinen neuen Helm dabei. Den neuen Helm habe ich auf. Ja, und den alten werde ich dann schauen, wo dann jetzt hier irgendwann eine größere Mülltonne kommt. Der ist kaputt. Porta Nigra, aus dem Lateinischen übersetzt Schwarzes Tor, ist ein ab 170 nach Christus errichtetes römisches Stadttor und Wahrzeichen der Stadt Trier. Die Einwohner Triers bezeichnen das Tor allerdings meist nur als Porta. Seit 1986 ist die Porta Nigra Teil des UNESCO-Weltkulturerbes in Trier.
Jetzt geht's vorbei am Petrusbrunnen, der Ende des 16. Jahrhunderts errichtet wurde. Wenn ich schon in Trier bin, da wollte ich es mir nicht nehmen lassen, in der ältesten Stadt Deutschlands die Altstadt anzuschauen. Zum Beispiel die Porta Nigra, da habe ich mal nachgelesen, erbaut 170 nach Christus. Also schon richtig alt. Jetzt geht es für mich erstmal weiter Richtung Konz. Bis dahin sind es dann 10, 11 Kilometer. Und da wird dann auch mein Campingplatz für heute sein. Ja. Dann wären es heute doch wieder 75 Kilometer. Also heute ist echt nicht mein Glückstag. Jetzt ist bei mir auch noch der vordere Ständer kaputt. Also die Schrauben haben sich gelockert. Würde ich jetzt auch wieder reparieren. Jetzt kann sich dann mein Werkzeug das erste Mal auf Reise bewähren. Dazu nehme ich erstmal meine Miniratsche, bei der dann alle notwendigen Bits dabei sind. Von hinten halte ich die Kontermutter mit der Kniepex-Zange fest und vorne wird die Schraube wieder festgeschraubt. Zum Glück ging die Reparatur schnell. Mit der Kniepex-Zange und der Ratsche war es dann schnell repariert. Jetzt muss ich aber wirklich Gas geben, damit ich nicht zu spät bin auf dem Campingplatz. Ja, und es wird gerade wieder kalt und windig. Ich hoffe, es regnet nicht nochmal. Hier ist die Mosel richtig breit und auch richtig schön. Und wieder mal geht ein sehr ereignisreicher Tag zu Ende. Mein Zelt ist schon aufgebaut, ich bin gut am Campingplatz angekommen. Ja, das Zelt ist dann innerhalb von 10 Minuten schnell getrocknet. Und ich hatte keine Lust zu kochen, deswegen gab es bei mir Döner. Ja, das habe ich nicht gefilmt, weil ich will ja Radwege vorstellen. Und ich will mich ja nicht hier beim Essen so viel filmen. Die Mosel ist für mich zu Ende. Ich habe heute schon die Saarmündung gesehen. Da geht es dann morgen für mich weiter. Und ja, die Mosel zusammenzufassen ist ganz schön schwierig für mich, weil sie ist sehr facettenreich. Also man sieht nicht nur Weinberge, auch tolle Orte. Und insbesondere zum Schluss war sie jetzt auch noch sehr abwechslungsreich. Hier und da geht es auch an der Landstraße entlang, aber ganz ehrlich, die Aussichten und die Weinberge, die man entlang fährt und auch die tollen Orte und die ganzen Winzerhäuser, die machen das alles mehr als wett. Und ja, heute war der Tag in Summe auch sehr abwechslungsreich, insbesondere was den Regen angeht. Also alleine heute früh habe ich ja dreimal mein Zelt abgetrocknet, unterwegs bestimmt auch drei, vier Mal die Regenkleidung angezogen, wieder ausgezogen, angezogen, ausgezogen. Zum Schluss noch eine kleine Panne gehabt am vorderen Gepäckständer. Das konnte ich aber alles zum Glück reparieren und ja. Der Radweg führte dann auch durch Trier-Ehrung oder den Vorort Ehrung. Und ja, da habe ich mit Absicht nicht gefilmt. Da sind halt Sachen passiert durch das Hochwasser. Da fühlt es sich auf alle Fälle nicht richtig an, die Kamera hinzuhalten. Da könnt ihr euch vorstellen, wie es da aussieht. Also nicht gut und ja. Ab Trier oder vor Trier auch schon und auch bis jetzt waren so die einzigen Stellen, wo ich ein bisschen Probleme hatte mit dem Radweg, weil hier und da der Radweg halt gesperrt war noch
oder halt Schlamm auf dem Radweg war. Und da war ich definitiv froh, meine Marathon-Mondialbereifung drauf zu haben. Da konnte ich mich dann einfach durchkämpfen. Und ja, also mir hat es trotz allem, trotz dem ganzen Regen hier an der Mosel sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Steigungen, die habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Hier und da gibt es die mal, aber alles sehr minimal. Und dementsprechend, ja, ist für jeden geeignet, E-Bike-Fahrer, ob Anfänger. Ich finde es einfach ein Ding, was man machen muss. Ein Tipp, den ich aber bekommen habe, ist dann, wenn man die Gelegenheit hat, eher unter der Woche zu fahren, weil es am Wochenende doch recht voll sein soll auf den Radwegen. Ja, kann ich nicht beurteilen, ich bin unter der Woche hier gewesen, für mich hat es gepasst. Und ich werde jetzt duschen gehen, also auch die Friese sitzt wahrscheinlich nicht so richtig, aber das ist mir alles egal, es gehört halt dazu zum Radfahren. Und ich gehe jetzt duschen, danach werde ich noch mit meiner Frau telefonieren, deswegen sage ich jetzt schon mal ciao und wir sehen uns dann ab morgen, also für mich ab morgen, für euch dann ab dem nächsten Video an der Saar.